Apple Pay gibt es weltweit gesehen schon seit ziemlich vielen Jahren. In Deutschland kommt es allerdings erst langsam zum Rollen. Und wenn man keine Kreditkarte hat von einer der unterstützten Banken, wird es auch schwierig. Es gibt aber eine Möglichkeit, über Klarna beispielsweise das Konto mit einer Klarna-Karte zu verknüpfen und so Apple Pay trotz fehlender Kreditkarte zu nutzen. Klarna hat angefangen mit einem ganz normalen Bezahldienst. Man konnte per Klarna mit Rechnung bezahlen, beispielsweise bei Wish ging das. Doch sie haben eine Klarna-Card vorgestellt, schon vor ein paar Monaten, seitdem nutze ich sie auch. Und mit dieser kann man Apple Pay überall benutzen, wo kontaktloses Bezahlen auch funktioniert. Ihr könnt dann online einfach mal nach Klarna-Card suchen, dann könnt ihr euch auswählen, was für eine Farbe ihr beispielsweise bestellen möchtet. Und dann kommt ihr zu euch nach Hause, dann könnt ihr die in der App aktivieren und dann auch sofort auf eurem iPhone nutzen. Wenn ihr das einmal alles eingerichtet habt, könnt ihr einfach zweimal auf den Standby-Knopf drücken und dann ploppt ein Menü auf. Ihr müsst einmal mit dem Gesicht entsperren und dann könnt ihr die Karte auch sofort benutzen. Danach bekommt ihr dann eine Benachrichtigung und dann ist bezahlt. Das heißt, ihr seht, wo ihr bezahlt habt, ihr seht, wie viel ihr bezahlt habt und das alles habt ihr dann gut in einem Überblick. Der Vorteil davon ist, dass ihr auch erst NFC aktiviert, wenn ihr bezahlen möchtet. Bei einer normalen Bankkarte ist es ja so, dass die ganze Zeit der Chip auslesbar ist, theoretisch. Bei einem iPhone erst dann, wenn ihr es aktiviert. Also auch ein Sicherheitsmerkmal. Bislang sind meine Erfahrungen mit der Klarna Card sehr einfach. Die Einrichtung war easy, also es kam nach 2-3 Tagen nach Hause geschickt. Die Aktivierung in der App war sehr easy. Das Einzige, was ich bisher negativ bzw. nicht so gut finde, ist, dass die Abbuchung vom Konto in der Regel ein paar Tage dauert. Ja, aber ich denke mal, das kann man verschmerzen bei einem kostenlosen Service. Also insgesamt muss ich sagen, bin ich sehr positiv gestimmt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und ein Abo. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao.